Na, sag jetzt. Das darf ich ja gar nicht. Das ist ultra unsinnvoll. Ja. Bitte mal. Hast du auf Sub genommen? Ja. Nein. Doch, guck da. 14, 15, 16. Ja, ist. Es ist der 15. November 2027. Wir sind hier in Stein. Wir haben. Hör auf! Es ist unnötig. Es ist wirklich unnötig. Nein. Wir haben gefunden. Was haben wir jetzt gefunden? Nichts. Es ist eh wild dunkel, das ist genau nichts. Ja, und es ist egal. Wir haben herausgefunden, genau. Dass es kein Trinkwasser hat, Matt. Ich habe gerade etwas getrunken. In Stein? Ja, das war ja Cola. Jetzt sagst du dem Trinkwasser? Ja. Nein. Das ist aus den USA importiert. Das ist eine Mitteilung aus dem Jahr 2077, habe ich gerade gesagt, oder? 27 ist so auch noch. Dann hat es 27. Noch schlimmer! Das heisst, in naher Zukunft wird es kein Trinkwasser geben. Ich glaube, 77 ist richtig, wenn wir hier stehen. Knapp. Doch, wieso nicht? Ganz knapp. Ha! Siehst du, das werden die alle anderen erleben. Mit diesem Typ. Er ist blöd. Ja, und du hast. Schau mal deine. Wie machst du deine Hose? Ja, danke Marco, habe ich jetzt weiße Hosen an, die jetzt einfach dreckig sind. Ja. Hier Kaffee drüber geleert. Man sieht es sogar auf dem Video. Nein, weißt du, es wäre heute jetzt wichtig. So, ja, wir laufen hier also durch die trostlose Gegend von Stein. Jetzt mal auf mit dem Blödsinn. Nein, das war eines der letzten Überraschungen im Jahr 2027 bis 77, nämlich das Auto. Die zwei Autos, wenn man sie sehen würde. Sehen sie nicht. Das ist aus dem Jahr 2077. Datenvolumen sind in diesem Jahr auch stark begrenzt. Es wird alles ausgeschöpft, nicht nur das Erdöl, nicht nur das Wasser, sondern auch unsere Gigabytes, unsere Terabytes, unsere Petaflops. Oh nein, das ist geistig, das ist nicht der Speicher. Oder? Tja, der Marco weiss es auch nicht. Nein, ich habe nur auf so Blödsinn. So, perfekt. Man sieht sich im Himmel.